Hallihallo da draußen! Kugler Thomas da, der einzige Dampfprofi in Salzkammergut. Und zwar mit Mikro Trockendampf. Mein Name ist Thomas Kugler und ich zeige euch heute mit Mikro Trockendampf, wie man ein Auto effektiv, umweltschonend und mit Spaß reinigen kann. Jetzt wird's einfach fragen, warum tut er das mit Mikro Trockendampf ein Auto zum Reinigen? Ja, Leiteln da draußen, das ist das Beste, was es gibt. Warum? Weil wir keine Rücksteine produzieren, weil wir nicht 300 Liter brauchen wie bei der Waschanlage. Wir brauchen nicht so viel Wasser, das ist ja da ein Wahnsinn. Keine Art von Chemie, ich komme mit keiner Chemie in Berührung, geht ziemlich schnell, es ist lackschonend. Wenn ich ein Fenster und alles mache, das will ich oft nur sagen, es ist bohrenrein tiefsauber und ich kriege alle Verschmutzungen runter und das ist natürlich toll. Und mit unserer Hitze, thermische Desinfektion natürlich, können wir sogar im Innenraum auch die Gerüche eliminieren. Ja, was will man denn einfach mehr? Also mit so einem kleinen Wauker, wie er da ausschaut, eine Kraft hat der, das ist der Wahnsinn, wie ein Büffel und da können wir jetzt das alles sauber, effektiv, bohrenrein tief reinigen. Und ich nehme euch jetzt mit auf die Reise. Ich werde Schritt für Schritt sehen, wie ich was mache. Und es macht Spaß, gute Laune, wie immer. Mikro Trockendampf ist einfach die Zukunft. Hier macht man zum Beispiel Fenster. Fenster natürlich verschmiert, wie immer, mit den Kindern. Schaut einfach so aus, winken irgendwem, alles spucken sie an, haben natürlich überall das Bicker. Und mit Mikro Trockendampf zeige ich euch, wie schnell da man Fenster macht. Da entstehen die Mikrotropfen, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Rotti Putti, fahren wir drüber. La 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 la. So da. Nachwischen. Da, spiegel ich mich im Spiegel oder nicht? Super! Perfekt! Glas, klare Scheibe. Und das nur mit ein bisschen Wasser, wie ihr es gesehen habt. Und alle, die was draußen sagen, der Dampf ist ja so nass. Um Gottes Willen, der Dampf ist so nass. Ist er so nass? Ist er so wild? Nein, er ist ein bisschen feucht. Warum ist er ein bisschen feucht? Ist ja klar, weil wir ihn Staub binden müssen. Und das nächste ist natürlich, wenn wir keinen bisschen Wasseranteil drinnen hätten, da wir den Staub nicht binden und wir wären nicht Allergiker geeignet, weil wir brauchen was zum Staub binden. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Und ist klar, wenn ich längere Zeit auf einer Fläche bleibe, dann ist natürlich ein bisschen nässer. Das ist ganz, ganz logisch. Das ist normal, auch wenn man 5-7% Feuchtigkeitsanteil hat. Aber ich sehe, mit dem kannst du alles machen. Bin waschelnass? Nein. So, jetzt höre ich wieder auf, weil es ist halt einfach ein wenig verrückt mit dem Dampf. Aber jetzt geht's weiter. Wenn man zum Beispiel die Alufelgen betrachtet, haben wir viel an Alufelgenreiniger natürlich, kostet wieder einen Haufen Geld, verursacht natürlich wieder viel Plastikmüll. Wir können uns das natürlich alles verlängern, individuell wie wir wollen. Wir hätten sogar noch ein Bierstell drauf, wo wir arbeiten können. Aber die meiste Zeit, wie ihr seht, schaut's mal her. Geht das alles wunderschön runter. Gell? Es ist egal, ob man das Kapperl putzen, seht ihr? Holalo! So, und wenn jetzt wieder wer sagt, ja, das dampfen wir ja einfach mit dem Kercherspritze dagegen oder mit dem Wasserschlauch. Ja, meine Freunde, schaut am Anfang gut aus, wenn alles waschelnass ist, aber du kommst die Bohren rein tief rein. Das ist das Nächste. Und wenn du einen starken Kercher hast, dann beschädigst du natürlich einmal einen Reifen oder sind irgendwann einmal die Oberflächen. Was bei uns nicht der Fall ist. Und auch nachher, wenn es getrocknet ist, haben wir keine Rückstände. Weil auch ein Wasser von einem Kercher, von einem Hochdruckreiniger, wird genauso sein, dass du Rückstände hast. Genauso wie Salze und genauso wie Kalk. Und dann sieht man das wieder, wenn du oft überall die Schlieren um hast und dann weinst du wieder. Geil? Also nimm gleich das Original, dein Trockendampf. So, liebe Freunde, Tücher natürlich gering halten. Wir Männer sind, neigen halt immer dazu, da wir einen Wurzelhaufen haben und dann lalalala machen. Das ist natürlich nicht gut, weil wir natürlich dann so viele Tücher brauchen. Wir halten die Fläche sehr gering, ganz, ganz wichtig, weil mit 7 Tüchern können wir das ganze Auto machen. Wichtig ist immer, man schaut sich die Aufteilung an von Auto. Jetzt mache ich einfach einmal diesen Teil fertig. Das ist das, was ich jetzt in den Kopf habe. Und dann geht man natürlich da mit dem so drauf. Voller Trial. Jetzt wird jeder wieder sagen, ja, sein Auto ist ja gar nicht dreckig, das ist ja da klar, da geht das so schnell.
Warum geht es schnell? Weil ich es immer mit Mikrotrockendampf reinige. Und darum ist die Wiederverschmutzung geringer. Weil ich halt natürlich keine Mittel habe. Und dann wird die Fläche glatter. Und dann bleibt der Schmutz von Haus aus nicht umbicker. Und das ist natürlich ein riesengroßer Mehrwert. Dann braucht man halt gerade noch ein drüber hirseln. Und das ist halt das Schöne. Geht halt einfach schneller, wie ihr seht. Und das ist natürlich der riesengroße Mehrwert. Lichtfahrer sind sichtbarer! Ich bin schwer erreichbare Stellen. Ja, das geht natürlich auch ganz rutti-putti bei uns. Also wir können natürlich da drinnen auch alles machen, genauso wie Kunstleder, genauso wie Leder. Das ist natürlich fest. Wir können in die Lüftungen reinfahren und einmal die Gerüche nehmen. Das ist auch ganz fest. Volle Bulle, da riecht es natürlich oft wieder super. Und jetzt dampfen wir. Jetzt dampfen wir über die Oberfläche drüber. So, genauso Sachen, was da drinnen biegt, kann man natürlich ausdampfen. Ledersitze natürlich auch. Fußmatten natürlich auch kein Thema. Die werden immer schöner. Jawohl, das ist toll. Ja, wir machen das natürlich schrittweise, wie man sieht, das glänzt alles. Und das ist eine Freude natürlich. Es ist immer wieder eine Leidenschaft, wenn man deinen Dampf da rauslässt. Immer wieder Spaß. Und das Nächste ist, ihr könnt es gerne bei uns anrufen, könnt es euch gerne melden. Wir zeigen euch das, wie man ein Auto reinigt mit Mikrotrockendampf, genauso wie drinnen die ganzen Sachen im Haushalt. Total egal, wir zeigen euch alles. Es ist alles möglich mit Mikrotrockendampf. Vergesst es nicht. Und was sagen wir zum Schluss? Lasst es dampfen!